Oh, voll ins Gesicht. Ob das weh tat? Tötet sie! Ich erledige das! Ein hochwertiger Langbogen. So, eine Truhe mit einem Stab drinne. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Das war leicht. Ansichtssache, würde ich mir gerade behaupten. So, eine Truhe Standard. Ich liebe solche Aufgaben. Ich sehe nichts. Wir müssen vorsichtig sein. Es gab einst zahlreiche dieser Befestigungen, vor allem in den Bergen. Einzelne Sklavenhalter haben dort ihre persönlichen Pferche unterhalten. Sie wurden so gebaut, dass sie ihnen Schutz vor Überfällen anderer Sklavenhalter boten. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum sich Hadriana diesen Ort ausgesucht hat. Kommt es oft vor, dass sich Sklavenhalter gegenseitig angreifen? Früher schon. Gibt es denn eine einfachere Art, an Sklaven zu kommen, als sie zu stehlen? Die meisten Befestigungen außerhalb Tevinters sind heute zwar verlassen, aber sie existieren noch immer. Hadriana wird uns nicht entkommen. Hoffen wir einfach, dass das alles nicht reine Zeitverschwendung ist. Na dann mal los. Ja, ja. So, unsere beiden Experten. Sie sind noch hier. Gut. So, dann kurz speichern und los geht's. Seht selbst, das Vermächtnis der Magister. Sie töten die Sklaven wegen ihres Blutes. In einer Gesellschaft, in der Magier herrschen, finden sie zahlreiche Wege, ihr Verlangen nach Macht zu rechtfertigen. Was brüllt der hier so rum? Ja, das reicht jetzt! Ich mache es kurz. So, dann wollen wir doch mal. Was haben wir jetzt hier? Es sind noch mehr Sklavenhändler. Mann, die ganze Höhle ist voll mit den Viechern. Ganz genau! Du hast dich so verstanden! Finde Frieden. Ein weiteres Opfer meiner Stärke. Das sagt er in einem Monoton, das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Tod! Warte mal, gab es hier irgendwelche Truhen? Der hat 18 Silber immerhin dabei. Der 7. Und der nochmal 3. Seid ihr verletzt? Haben sie euch angerührt? Die haben alle umgebracht.
Sie haben Papa aufgeschlitzt und ausbluten lassen. Aber warum? Warum sollten Sie so etwas tun? Die Magistra. Sie sagte, sie brauche Macht. Sie sagte, jemand würde kommen, um sie umzubringen. Wir haben versucht, gehorsam zu sein. Wir haben alles getan, was uns befohlen wurde. Sie hat Papas Suppe geliebt. Ich verstehe das nicht. Ist die Magistra noch hier? Ich glaube schon. Die Magistra sagte, sie würde sich auf die Schlacht vorbereiten. Ich glaube, sie hat wirklich Angst. Dazu hat sie auch allen Grund. Bitte tut ihr nicht weh. Sie wird so wütend sein, wenn ihr weh tut. Das alles war wirklich schrecklich für euch. Bis heute war alles in Ordnung. Das war es nicht. Ihr wusstet es einfach nur nicht besser. Seid ihr jetzt mein Meister? Nein. Aber ich kann kochen und ich kann putzen. Ich kann alles tun, was ihr verlangt. Aber doch für mich. Wenn ihr nach Kirkwall gehen würdet, könnte ich euch helfen. Wirklich? Oh, gelobt sei der Erbauer. Ich danke euch. Mir war nicht bewusst, dass ihr nach einer Sklavin gesucht habt. Ich habe ihr eine Anstellung gegeben, Fenris. Oh, also, das ist gut. Bitte entschuldigt. Na los, suchen wir Hadriana, damit wir von hier verschwinden können. Tja. Eine kostenlose Haushälterin ist immer gut. Amulett der Kirche von Teewinter. So, hier geht's schon mal nicht lang. Da. Zu den Waffen! Na also! Leben wir weiter. Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Ah, jetzt. Ja, hast du nicht drauf? Wann geht der Kampf endlich los? Die Acker langweilt sich schon. Ja. Also, haben wir gewonnen? Ja. Ein hochwertiger Kurzbogen. So. Erlaubt ihr? Wenn du willst. Ihr seid so Sklaventreiber. Na und? Lass mich doch. Verstärkte Riemen. Ach, das war irgendwas für Fenris. Okay. Ups, jetzt haben wir sie getötet. Wieder einer für mich! Halt! Tot bin ich für euch wertlos. Es gibt nur eine Person, deren Tod noch mehr Wert für mich hat. Ich habe Informationen, Elf. Und ich gebe sie euch im Austausch für mein Leben. Wollt ihr mir Daenerys Aufenthaltsort verraten? Was hätte ich davon? Dann nehme ich ihm doch lieber seine Lieblingsschülerin. Ihr habt eine Schwester. Sie lebt. Ihr wollt euer Leben zurück? Dann lasst mich gehen und ich sage euch, wo sie ist.
Es ist eure Entscheidung. Also habe ich euer Wort? Ich sage es euch und ihr lasst mich gehen. Ja. Ihr habt mein Wort. Ihr Name ist Verania. Sie ist in Carinus und steht in Diensten eines Magisters namens Arryman. Als Dienerin, nicht als Sklavin. Sie ist keine Sklavin. Ich glaube euch. Wir sind hier fertig. Möchtet ihr darüber reden? Nein, ich will verdammt nochmal nicht darüber reden. Das Ganze könnte eine Falle sein. Daenerys könnte Hadriana geschickt haben, um ihr von dieser Schwester zu erzählen. Und selbst wenn nicht, wäre es Selbstmord, nach ihr zu suchen. Daenerys muss von ihr wissen. Und ihm ist mit Sicherheit auch bewusst, dass Hadriana es weiß. Aber alles, was zählt, ist, dass ich diesem Miststück endlich das Herz zerquetschen konnte. Soll sie doch verrotten, genau wie alle anderen Magier auch. Verschwinden. Oh. Das bedeutet nicht, dass wir nicht nach eurer Schwester suchen sollten. Was sollte es sonst bedeuten? Selbst wenn ich meine Schwester finden sollte, kann niemand sagen, was ihr die Magister angetan haben. Was hat die Magie jemals berührt und dadurch nicht verdorben? Ich muss gehen. Aha. Oh, Leiche hat Geld dabei, eine bittere Pille. So, wo hat sich denn jetzt Fenris versteckt? Bei uns, würde ich nur das behaupten. Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadriana passiert ist. Ich habe meine Wut zu Unrecht an euch ausgelassen. Ich war nicht ich selbst. Tut mir leid. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ihr seid großzügig. Als ich noch ein Sklave war, hat Hadriana mich gequält. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Was meint ihr damit? Dieser Hass. Ich dachte, ich hätte ihn überwunden, aber er folgt mir, egal wohin ich gehe. Ihn wieder zu spüren, zu wissen, dass sie ihn mir eingepflanzt hatten, das war zu viel. Aber ich bin nicht gekommen, um euch noch mehr zu belasten. Wir sind Freunde, Fenris. Ich bin nicht sicher, ob ich weiß, was das ist. Ach ja, so, Quest ist abgeschlossen. So, haben wir jetzt noch was? Hinterfragt die Überzeugung, sprich mit Fenris in seinem Haus. Okay. Ja, der Tessa. Ich werde jetzt ihm nicht antworten. So, bestätigen? Ja, ich bin mir sicher. Ach, scheiße. Nicht scheiße. Ich wollte eigentlich nicht scheiße sagen, aber naja, scheiße ist mir jetzt aus versehentlich rausgerutscht. Kann ja mal passieren. So, Fenris anwesend. Ah, das ist immer gesunden Durst. Die letzte Flasche Greccio habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Oh ja. Das würde mir gefallen. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen, aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Ich dachte, Daenerys lag etwas an euch. Er hatte keine Wahl.
Der Ausdruck in seinem Gesicht, als das Schiff ablegte, war unbezahlbar. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen. Seid ihr freiwillig bei diesen Nebelkriegern geblieben? Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Warum habt ihr das getan? Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich... Ich konnte nicht. Ich floh. Und habe nie zurückgeschaut. Es muss schwer sein, darüber zu reden. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Vielleicht ist es das, was eine Freundschaft ausmacht. Vielleicht solltet ihr euch mit der Flasche Zeit lassen. Das ist die letzte, ehrlich. Auf euch, Hawk, den anständigsten Magier, den ich kenne. Ja, und das von Fenris. So, und ich unterbreche hier mal kurz die Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.